Wie läuft die Arbeit? Ah, Sie sind es wieder. Die Polizistin hat mich einen Blick in die Höhle werfen lassen. Wie haben Sie das denn geschafft? Es waren nur ein paar freundliche Worte und eine Tasse Kaffee nötig. Schleppen Journalisten immer Kaffee? Ich bin keine Journalistin. Das habe ich von Anfang an vermutet. Warum haben Sie gelogen? Und Sie? Warum haben Sie über den Einbruch gelogen? Ich heiße Sylvie Leroux. Eine Verwandte des Professors? Verwandte und Schülerin desselben Professors, den Sie hereingelegt haben. Hereingelegt? Was meinen Sie? Sie haben ihm seine Entdeckung weggenommen. Nein, das stimmt nicht. Sie wollten ihm seinen Ruhm nehmen. Und nun sind sowohl er selbst als auch seine Entdeckungen verschwunden. Beruhigen Sie sich. Sie beleidigen mich. Haben Sie nicht seine Arbeit übernommen? Das Ministerium hat mir diesen Job angeboten. Sie wollten Olivier nicht mehr. Warum? Haben Sie nicht versucht, es aufzuklären? Doch. Ich habe als erstes den Professor besucht. Wir haben mal zusammengearbeitet. Ein Grund mehr, dass Ihre Handlungen unfair waren. Ihr Onkel hat auf rationale Argumente nicht gut reagiert. Es tut mir leid, aber er litt anscheinend unter einem beginnenden Verfolgungswahn. Sie spielen einfach nur alles herunter, was ihm passiert ist. Erst hielt ich ihn nur für einen alternden, verbitterten Wissenschaftler. Dann verstand ich aber, dass wirklich irgendetwas Böses vorging. Fühlen Sie sich nicht dafür verantwortlich? Was meinen Sie? Ich bin mehr als ein Assistent. Ich habe mein Herzblut in diese Entdeckung gesteckt. Und dann, vor ein paar Tagen, war alles verloren. Ich wurde verprügelt und mir wurde eine der wertvollsten Funde gestohlen. Jetzt wissen Sie, wie sich mein Onkel gefühlt hat. Wir haben sich vorher ein paar Kerle rumgetrieben. Ich hätte es mir denken können. Würden Sie sie wiedererkennen? Nein. Wie wurden die Steine gestohlen? Ich habe an meinem Computer gearbeitet. Irgendwann hörte ich ein Auto auf dem Parkplatz, aber ich habe mich wieder meiner Arbeit gewidmet. Es hörte aber nicht auf, mich zu stören. Also bin ich rausgegangen. Und Sie sahen die Diebe? Ja, zwei. Sie waren gerade dabei, die Steine mitzunehmen. Sie waren maskiert. Ich schrie laut. Also griff der eine mir von hinten an die Kehle und der zweite verpasste mir ein paar Schläge. Haben Sie irgendwas gesagt? Nein. Ich habe nur gehört, wie einer mit einem seltsamen Akzent okay sagt. Haben Sie Ihr Auto gesehen? Als ich mich aufgerappelt hatte, waren Sie schon weg. Haben Sie eine Vermutung, wer Sie sein könnten? Nein, aber ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten und kommen nicht zurück. Ich verstehe. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich glaube, jemand hat meinen Wohnwagen durchsucht. Glauben Sie, dass Sie meinen Onkel mitgenommen haben? Ich habe ihn nicht bei Ihnen gesehen. Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen? Wir haben uns gestritten. Er war sehr wütend auf mich. Vielleicht sollte er für Sie an den Steinen arbeiten. Ich bin nicht davon überzeugt, aber es ist möglich. Wie wertvoll sind diese Steine? Für einen Archäologen? Unglaublich wertvoll. Ich weiß, ich bin selbst eine Archäologin. Ich habe sogar eine Theorie zu diesen Steinen. Wirklich? Sie stehen mit einem antiken Artefakt in Verbindung, nach dem schon zu biblischen Zeiten gesucht wurde. Ah, die Jugend von heute ist immer auf der Suche nach Neuem. Ich bin sicher, Sie haben auch eine Theorie. Das kann ich noch nicht riskieren. Vielleicht steckt ein Sammler dahinter. Nein, für den Kunsthandel sind die Steine völlig uninteressant. Aber wenn wir die Inschriften entziffern, könnte sich der Wert für Sammler steigern. Vielleicht haben die Diebe meinen Onkel entführt, damit er die Inschriften entziffert. Vielleicht stellen Sie den wahren Wert der Steine dar. Das wäre eine plausible Erklärung, aber ich kann mich wohl schlecht in die Diebe hineinversetzen. Ich denke, dann verabschiede ich mich nun. Glauben Sie mir, ich habe mit diesem Unglück nichts zu tun. Da steckt etwas Größeres dahinter. Es ist gut, dass ich ehrlich zu ihm war. Simon scheint doch ganz nett zu sein. Ich denke, dass ich ihm trauen kann. Hallo? Hier Anderson. Ich habe eine Spur zu den Steinen. Es gibt da eine Kunstgaleristin in Istanbul, die den Markt auf nicht besonders subtile Art sondiert. Was bedeutet das? Dass sie möglicherweise die gestohlenen Steine besitzt. Wie lautet die Adresse dieser Galerie? Galatasaray 23. Sie wird von Faina Flatov geleitet. Wollen Sie dorthin? Können Sie das wiederholen? Ich verstehe Sie kaum. Galatasaray 23. Galatasaray 20? 23. 23. Ja. Sie wollen doch nicht etwa dorthin, oder? Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Seien Sie vernünftig.
Sie haben es im besten Fall mit Dieben oder mit Schlimmerem zu tun. Was? Ich verstehe Sie nicht. Seien Sie vorsichtig. Diese Steine haben das Interesse mächtiger Organisationen geweckt. Ach, ich kann Sie nicht verstehen. Wir sprechen später. Eine gute Heimreise. Danke. Einen schönen Tag noch. Galatasaray 23. Frau Flatow in Istanbul zu besuchen, könnte Licht ins Dunkel bringen. Vorsorglich habe ich meine Taschen vor der Flughafenkontrolle geleert, aber den Fisch in aller Öffentlichkeit loszuwerden, war schon peinlich. Ich dachte wirklich, dass diese Rikscha jeden Moment auseinanderbricht. Sie wird ihr Gewicht aushalten, obwohl ich nach dickeren Fischen geangelt habe. Reiche Kunden? Sie werden bemerken, dass reiche Kunden niemals dünn sind. Ein echter Boss passt hier kaum rein. Und bei Dünnen verdienen Sie nichts? Dünne sind knapp bei Kasse. Das sind Aushilfen oder Laufburschen für den dicken Boss. Was ist mit dünnen Bossen? Nur ein Dicker kann das Leben wirklich genießen und großzügig sein. Nimmt ein echter Boss nicht lieber ein Taxi? Manchmal. Aber es gibt auch welche, die keine Angst vor der Straße haben. Um das gewöhnliche Volk zu beobachten, gibt es nichts Besseres als eine Rikscha. Haben Sie diesen älteren Herrn hier in letzter Zeit gesehen? Was denn? Wurde ein Tourist von seiner Gruppe getrennt? So ähnlich. Alzheimer ist kein guter Reiseführer. Das ist es nicht. Egal, haben Sie ihn gesehen? Heute nicht. Und davor? Er sieht nicht reich aus. Familie? Ja. Nein, tut mir leid. Schade. Aber ich frage mal rum. Wenn ich etwas weiß, sage ich Bescheid. Sicher. Vielen Dank. Schönen Abend. Wenn ich die Rikscha nicht repariere, wird er nicht schön. Die berühmte Galerie, die sich kein Sammler entgehen lassen sollte. Dieses Auto ist im Weg. Was ist hinter dieser Tür? Privatbesitz. Da können Sie nicht rein. Darf ich mal Ihren Bizeps sehen? Jetzt nicht. Vielleicht, wenn ich Feierabend habe. Und wann ist das? In ungefähr 2 Stunden. Ich habe keine Lust, so lange zu warten. Machen Sie einen Spaziergang. Sehen Sie sich um. Dieser Hof ist nicht besonders interessant. Sehen Sie sich die Altstadt an. Diese Galerie ist sogar auf Malta berühmt. Die berühmte Galerie, die sich kein Sammler entgehen lassen sollte. Wie läuft das Geschäft? Sehen Sie nur, überall leere Kisten. Die ganzen Waren sind weg. In der Galerie läuft es nicht so gut?
Damit kenne ich mich nicht aus. Die haben da nicht viele Kunden und wenn mal einer was kauft, dann verlässt er den Laden bis auf die Unterwäsche ausgeraubt. Haben Sie einen bärtigen älteren Herrn in der Galerie gesehen? Ich glaube nicht. Außerdem habe ich während der Arbeit keine Zeit nachzusehen, was auf der anderen Straßenseite passiert. Was ist das für ein Geruch? Tabak. Ich habe viele Sorten. Sehr aromatisch. Sie verkaufen also Tabak? Ich verkaufe Pfeifen und Rauchwaren. Ich denke nicht, dass mir eine Pfeife stehen würde. Wie wäre es mit einer Shisha? Das wäre natürlich etwas anderes. Auf jeden Fall. Jeanette und ich, auf dem Sofa rumliegend und Shisha rauchend. Fantastisch. Also, ich habe die besten Waren zu den besten Preisen. Nein, diesmal nicht. Ich erwarte eine Lieferung neuer Shishas. Schöne Schätzchen. Die sind auch sehr dekorativ. Ich würde mir die Waren gerne ansehen, wenn sie da sind. Sie werden es nicht bereuen. Oh, wenn ich nur auf eines dieser Minarette klettern und den Ausblick genießen könnte. Die Galerie ist etwas ganz Besonderes. Ist ein harter Job, so viele wertvolle Sachen zu bewachen, oder? Die Sachen sind nicht das Problem, die laufen nicht von allein weg. Man muss die Leute beobachten, die hier rumhängen. Ich werde hier eine Weile rumhängen, dann haben Sie was zu tun. Kein Problem, es ist ja... Persische Keramik des 12. Jahrhunderts? Klingt ziemlich nach Made in China. Kein Problem. Es ist ja wenigstens ein schöner Anblick. Sie verkaufen hier wirklich hübsche Dinge. Vorsichtig, nicht anfassen. Das sind keine Plastikblumentöpfe aus dem Supermarkt. Kann ich mir diese Kunstwerke ansehen? Das hier ist kein Flohmarkt. Möchten Sie etwas kaufen? Nein. Mein Onkel hat jede Menge davon zu Hause. Wirklich? Er verkauft sogar selbst. Ich kenne so gut wie alle Kunsthändler an der Mittelmeerküste. Ich könnte schwören, dass ich solche Vasen bei ihm gesehen habe. Was ist sein Fachgebiet? Antiquitäten. Ich liebe antike Dinge. Das sagt er auch. Es ist dieser göttliche Sinn für Proportionen. Eine förmliche, selbstsichere Macht, kombiniert mit äußerster Ruhe. Nackte Ringer, in einer Skulptur voller Harmonie und Pathos, unsterblich gemacht. Selbst meine Wachleute ähneln den Helden der Antike. Auch wenn die schlecht sitzenden Anzüge wirklich nicht schmeichelhaft aussehen. Mein Onkel ist nicht mehr so jung und reist nicht gerne herum. Schade. Manchmal, wenn Freunde oder andere ihn entführen und zu einem Vortrag oder so schleppen, sagt er immer, dass er jeden Betrag zahlen würde, um wieder nach Hause zu können. Das ist das Vorrecht des Alters. Aber dafür gibt es ja junge Frauen, die man für sich auf Reisen schicken kann, während man gemütlich zu Hause sitzt. Was? Sie meinen, er wäre zu Hause? Das sagten Sie doch. Schön wär's. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht. Haben Sie die Tür richtig geschlossen? Ja. Der Gestank vom Hafen zieht schon wieder hinein. Mein Onkel bereitet den Verkauf seiner Kollektion vor. Was für Stücke genau? Oh, sie ist recht beeindruckend und umfasst etwa 1000 Einzelstücke oder so. 1000? Wo lagert er sie? Sie müssen sich beeilen, er schickt sie gerade nach Deutschland. Warum weiß ich nichts darüber? Die Nachfrage ist dort so stark, dass ein Freund sie verschickt, noch bevor die Farbe getrocknet ist. Er malt sie an? Das ist ein Verbrechen! Nein. Die Kunden dieses Freundes lieben Gartenzwerge aus der Vorkriegszeit in knalligen Farben. Gartenzwerge? Sie würden herrlich zu dieser modernen Kunst passen. Ist dieses Mädel völlig verrückt oder eine Visionärin? Was können Sie mir über diesen Siegelring sagen? Lassen Sie mich sehen. Ein Malteserkreuz. Sehr hübsch. Woher haben Sie ihn? Können Sie mir sagen, wann er gefertigt wurde?
Lassen Sie ihn hier. Ich lasse ihn von einem Experten untersuchen. Heute? Ich frage ihn. Ich bin sicher, dass er gerne wissen würde, wer der ehemalige Besitzer war. Ich werde darüber nachdenken. Natürlich wird das etwas kosten. Aber ich kann ihn auch so, ohne Schätzung, kaufen. Für wie viel? 100 Euro. Danke, aber das ist nicht annähernd angemessen. Möglicherweise. Aber ich muss die Möglichkeit bedenken, dass es eine Fälschung sein könnte. Ich muss immer noch den Experten zahlen. Nun, ich werde Ihre Meisterwerke nicht länger stören. Ja, viel Spaß beim Fischesortieren am Hafen. Ein auffälliger Auftritt dieses Autos sollte die Aufmerksamkeit des Schlägertypen ablenken. Aber er darf nicht wissen, dass ich es war. Diese Katze ist umgezogen. Man sollte sie vor die Tür... Diese Katze ist umgezogen. Man sollte sie vor die Tür setzen. Das fasse ich nicht an. Diese Wildkatze wird mir die Hand abbeißen. Wir brauchen eine andere Lösung. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ich könnte gebissen werden. Was, wenn ich diesen Ball ganz geschickt einsetzen würde? Ich habe ein Loch in den Ball gemacht. Los geht's. Was ist los? Das Auto der Chefin ist den Berg runter gegen einen Pfosten gerollt. Hat die alte Schole wieder vergessen, die Handbremse anzuziehen? Sie ist sowas von sauer, als ob ich ihre Karre gefahren wäre. Gar nicht so abwegig. Du wolltest bestimmt wieder irgendein Mädel beeindrucken. Schnauze! Beweg dein Hintern, dein Bonus steht auf dem Spiel. Wir müssen das Auto irgendwie in die Werkstatt bekommen. Um auf das Dach des Nebengebäudes zu kommen, muss ich eine Art Treppe bauen.
Hier ist der einzige Ort, an dem ich eine Plattform bauen könnte. Das Glück ist mit den Mutigen. Zeit für etwas Akrobatik. Ich frage mich, was sich in den dunklen Ecken des Lagerhauses versteckt.